Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf ein Video, was ich auf meiner Startseite hatte. Und zwar X-Faktor, das unfassbare neue Folge 2022. Und danach schauen wir uns noch an, weil die Videos von Weißes Kackparadies sind mal relativ kurz. X-Faktor, das unzensiert, fucking fassbare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er da rausgezimmert hat. Ich glaube, er war bei der Collab ja nicht dabei, soweit ich weiß. Aber ich will es trotzdem anschauen. Macht immer sehr, sehr gute Videos. Und ich habe Stefan dabei. Let's go. Dass ihr dieses Paradies folgt, dann fick ich mal mit dem Barkeeper. Tadüter-Faktor. Das Abfallbare. Ach Mann. Präsentiert von Scheidenpräsident Jonathan Tadüter. Wir leben in einer Welt, in der Ex-Präsident Donald Trump und Präsident Biden nah beieinander liegen. Und sie gegen die scheidenden Wichsen. Können Sie Donald Trump und Biden unterscheiden? Dazu müssen Sie Ihr Scheißfressen halten. Was machen Sachen? Eine interessante Lektion in Sachen. Oh nein! Oh nein! Was ist das? Was ist das für eine Synchro? Das ist, aua. Ganz schwierig. Ich weiß, neue aber Folge, aber ja. Wie fresh schaut er bitte aus? Ja, Digga, der Typ hat einfach die Freshness gepachtet. Ey, der schaut seit 20 Jahren gleich aus. Das ist einfach so krass, Mann. Also, holy shit. Lecken Sie mich am Ende der Sendung am Arsch. Aber Vorsicht, das ist keine leichte Aufgabe. Die Scheiße könnte mit am Arsch leben. Sagen wir es, wie es ist. Alkohol und MDMA ist lebenswichtig. Alter Lohol, Emma Dages hatte in ihrem Leben schon viel Pech gezogen, aber in der nächsten Geschichte zieht sie nicht nur ein, sondern zwei Nächsten, die ihre Zukunft verändern könnten. Nach meiner schweren Entfernung vor ein paar Jahren war es nicht leicht, wieder jemanden zu ficken. Aber wie ist das Fixer wollte? Warte mal. Wie ist das Fixer wollte? Natürlich. Traf ich Dio, einen lustigen Fixer mit keinem Herzen, mit einem guten Arsch. Aber meine beste Freundin erinnerte mich daran, weniger zu fixen. Guten Abend, mein Name ist Gay. Gehen Sie weg, Sie schlinken. Was? Was? Verstehe es aber auch nicht, diese unnötige, aggressive Haltung von ihm. Also, bodenlos. Servus. Wow, das war die beschissenste Begrüßung, die ich je bekommen habe. Wollen wir ficken? Nein, ich habe schon mit dem Kellner gefickt. Dann fick ich mal mit dem Barkeeper. Okay. Ey, sie teilen sich auf jeden Fall den ganzen Laden brüderlich. Ich fühl's wirklich. Also, hier wird echt noch geteilt. Das ist sehr, sehr schön. Soll ich uns noch ein paar Fickies holen? Es war möglich, nein zu Fickli zu sagen. Lieber nicht. Warte, wo gehst du denn hin? Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur kurz fischen. Okay. Wir hatten einen tollen Abend. Ja, ich konnte Gage nicht vergessen. Aber ich konnte Fisch essen. Wenn er sie bittet, mit nach Hause zu gehen. Bittet er sie, mit nach Hause zu gehen. Sie tut nicht. Tut. Hat man dir nicht beigebracht, wie kurz über die Theke geht? Was ist los? Er schenkt sehr Spaß, der Schein. Sir, mach ihm sich Sorgen. Ich mach ihm keine neue. Komm schon, mir rein, runter. Ich konnte diese Stimme in meinem Kopf ignorieren. Immer wieder ertönte ein Wort in mir. Guck. Ich. Also geht's mir tatsächlich auch im Alltag immer. Da sitzt und einfach die ganze Zeit Kock höre. Ich umdurfe an meinem Samstag. Hätte nicht gedacht, dass du so eine Fickfatze bist. Nach dieser Nacht habe ich nie wieder gefickt. Oha, Digga, das weiß ich jetzt schon. Wild. Wusste Gay, wie eng Emma State war? Und wenn ja, warum hat er ihn nicht gleich gekriegt? Oder konnte nur Emma ihn gekriegen? Oder hat Emma zu viel gesoffen? Die Geschichte ist falsch. Okay, what the fuck? Okay. sehr interessantes, plötzliches Ende. Geschichte ist falsch. Okay, dann geht's jetzt noch in das unfucking Fassbare. Let's go. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Frage. X-Faktor. Das unfucking Fassbare. Präsentiert von Jonathan's Cornflakes. Wir leben in einer Welt. Oh Mann, ey. Ich habe auch da, wie bei der Tagesschau, schon gedacht, wir haben alles gehört. Aber Jonathan Cornflakes, Digga, dass da noch keiner sonst drauf gekommen ist, wirklich sehr, sehr geil. Das war jetzt einfach nur insane witzig, oder? Ja, Jonathan Cornflakes. In der Cocks und Scheiden nah beieinander liegen. In der Frauen oft wie Männer erscheinen, die wir uns nicht klären können.
Können Sie Transgender und Jonathan Frakes unterscheiden? Dazu müssen Sie übelst scheißen gehen und Ihre geile Scheide öffnen. Kann Sie gerade Sie auch, ja? Scheißen Sie sorgfältig, ja? In Südkalifornien zum Beispiel. Okay. Also ich finde allein schon das Outfit wild. Das, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Jonathan Cornflakes immer so wandern geht. Im Anzug. Hey, ich dachte, er kommt gerade einfach legit vom Wandern. So. Kann auch sein, ja. Oh mein Gott. Sie dumme. Marco und ich haben vor ein paar Wochen in der herrlichen Natur der Lower Sierras ein wenig gefickt. Aber zu meinem großen Entsetzen hatte Marco ein paar Fotzen eingeladen, uns zu begleiten und mit uns zu ficken. Ich bring Marco und die Fotzen um. Ja, also das ist auch wirklich immer zum Kotzen, wenn man da einfach nur mal auf entspannt sein will und dann, Digga, keine Ahnung. Meinst du nicht, wir sollten scheißen gehen? So, wieso? Ist doch viel cooler. Hallula, doch scheiß ein Baby. Was? Doch cooler. Kinder. Was? 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 Hey, wo ist Marco? Carco! Marco? Carco. Okay. Oh Mann, ey. Nachdem er geschmissen hatte, hörte man nie wieder etwas von dem Verschmesser. Einige Leute glauben, dass er von einer wilden Beefy getötet wurde. Andere, dass er vor wie nach in diesen Wäldern herumschleicht. Vor wie nach, ey. Ich muss jetzt gerade so lange nicht, rattern, dass ich vor wie nach, ey. Ja, ich glaube aber auch, das ist wieder nur irgendwelche ausgedachten Lagerfeuergeschichten, ey. Mir reicht's. Nicht. Ich hatte aufs Aufnahmewochenende gehofft, Mann, und du lässt deine Scheißwurzeln ein Duschwein erholen. Baby, es tut mir nicht leid. Nur weil sie hier sind, heißt es nicht, dass sie hier sind, um ehrlich zu sein. Sind sie aber hier, um ehrlich zu sein, habe ich sie gefickt. Lass uns noch schnell kacken. Zum ersten Mal war ich richtig drauf an diesem Wochenende. Ich fuck in 5 Minuten 20 Linescore und ich kackte mich richtig voll. Aber als ich wartete, dass er zurückkam, wartete ich, dass er zurückkam und ich kam. Ich bekam eine Latte. Krakow? Oh nein. Krakow? Leute, Marco ist weg, lol. Schon wieder? Digga, hängt jetzt immer einen K vorne dran, holy shit, Mann. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Carco scheint ja der Waldscheißer zu sein. Vielleicht erübrigt sich jetzt die Geschichte. Das ist ein blöder Scherz, Bitches. Okay, komm schon, steht auf, lasst uns auf und gehen. Nee. Nach stundenlangem Saufen gab es kein Alkohol mehr und ich hatte die letzten Koks genommen. Scheiße, das war kein Koks. Das war Dreck verfiegt, dreckig verreckt. Aber mit jeder Stunde... Oh mein Gott. Digga, diese Reime, Alter. Holy shit. ...verging, wurde mein steifer Kok immer größer. Größer. Doch dann hörte ich plötzlich mein Telefon klingeln. Like a nuclear bomb hit in the ground. Ja, geil. Ja, entweder der klingelt oder keiner. Ich sag's dir. Das ist geil, ey. Der morgens als Wecker, Digga. Dann ist man auf jeden Fall wach. Dann ist man auf jeden Fall wach. Alko, wir haben dich nicht gesucht. Wir haben dich überall gesucht, Alko. Ich bin ich. Was? Wow. Du bist nicht passiert. Ich weiß es. Sorgst du mir, Alko? Nein. Was? Nicht du, Alko? Ich hab Angst. Sorge, Baby, ich bin auf dem Weg. Nicht. Fuck. Was du? Gorka! Nein, ich hab kein weißes. Gorko! Du bist ein Fanfee, Alter. Ich bin auf. Okay, Digga, was für ein interessantes Telefonat. Pikachu, wie verklatscht, war KKK und wurde er unter Drogen gesetzt? Oder hat ihn etwas anderes, einen Schwanz, eingeführt? Etwas. Außer Schwanzisches. Oh mein Gott. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Das hat er nicht gesagt. Diese Wortspielereien immer. Ein Mann hat in der Wildnis geschissen, ohne sich in den Arsch abzuwischen. Kann das wahr sein? Um ehrlich zu sein, habe ich eine Frau. Das stimmt was. Ich kann es fühlen. Nühlen. Wenn Sie denken, dass Sie denken, dann denken Sie, dass Sie denken, wir wollen nur, dass Sie sich regen. Das passierte einem Mann auf einem Skischausflug in den spastischen 70er Jahren. Wow, ey. Oh mein Gott. Wildes Video oder wilde Videos von Weißes Kackparadies. Schaut auf jeden Fall vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über den Like und Abonnement und Kommentar. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Und jetzt mehr Double Time, damit meine Upload schneller geht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.